Schlüsselbauer Technology, Schlüsselbauer Geomaterials und Schlüsselbauer Ecotechnik in Hörbach 4 in 4673 Gaspolzhofen. Machen Sie Karriere bei uns. Schlüsselbauer.com. Autohaus Danner, Ihr Ford-Partner in Gaspolzhofen und Schlüsselberg. Ford-Danner.at. Flagged Group, Wohlfühlklima zum Bestpreis. In der Oppelzhammerstraße 12 in 4673 Gaspolzhofen. Wir suchen die Besten. Kommen Sie zu uns. Flaggedgroups.com. Aspöck, der Handel mit Brennstoffen, insbesondere mit Pellets. Unsere Discount-Tankstelle wie auch der Agrarhandel sind die Grundpfeiler unserer Firma. aspöck.co.at. Raiffeisenbank Region Christkirchen, Bankstelle Gaspolzhofen, meine Bank. Sich wie im Urlaub fühlen. Café Pizzeria La Crocante in Gaspolzhofen, Hauptstraße 22. Mediterrane Speisen, Pizza, Pasta, Salate, alles frisch und selbstgemacht. Jede 11. Pizza gibt's übrigens gratis. Die gesamte Speisekarte findet ihr auf unserer Facebook-Seite. Café Pizzeria La Crocante in Gaspolzhofen. Immer einen Besuch wert. Regionalmagazin in Donau-Hausruck. Ihre Zeitung mit viel Sport aus der Region. regional-magazin.at. 18 Siege, 2 Unentschieden und noch keine einzige Niederlage. So lautet die unglaubliche Bilanz der Union Gaspolzhofen nach 20 gespielten Runden in der zweiten Klasse Mitte-West. Mit diesen Zahlen kann das einzige in der Saison 2021-22 noch ungeschlagene Team im oberösterreichischen Fußball-Unterhaus schon in Runde 21 den Meistersack endgültig zuschnüren. Beim Derby daheim gegen Niedertalheim genügt dem Lieder schon ein X, um vom hartnäckigen Verfolger Steiner Kirchen in den letzten 3 Runden nicht mehr eingeholt werden zu können. Vorzeitige Meisterfeier und das bei einem Nachbarschaftstreffen, das wollen sich über 400 Fußballfreunde natürlich nicht entgehen lassen. Für Gaspolzhofen wäre es das Ende einer sehr langen und äußerst unglücklichen Leidensstrecke. Denn nach dem sehr unglücklichen Abstieg aus der ersten Klasse Mitte-West vor 3 Jahren, als man in der Relegation Eberschwang den Vortritt lassen musste, lag man nach der Herbstsaison 2019 klar auf Kurs sofortiger Wiederaufstieg. Aber dann kam Corona und der Abbruch der Meisterschaft 2019-20. Und auch im Herbst 2020 hieß der Fast-Herbstmeister abermals Gaspolzhofen. Das Wort Fast bezieht sich auf das faule Ei der Hinrunde. Denn bei diesem Abbruch der Herbst- und dann auch der Frühjahrsmeisterschaft 2021 fehlte in der zweiten Klasse Mitte West nur die allerletzte Herbstrunde, damit eine volle Wertung nach den neuen OÖV-Regeln in Kraft treten konnte. Und so hieß es zum zweiten Mal. Top-Leistung, aber leider auch 2021 kein Wiederaufstieg. 2022 ist es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit aber endlich soweit. Die erste Klasse wartet auf das von Daniel Schoberleitner gecoachte Team, wobei der ASV Reiker Niedertalheim nicht gerade zu den Lieblingsgegnern zählt. Mit Mühe und Not bog man den derzeit auf Rang 4 eingeparkten Nachbarn im Herbst knapp mit 3:2. Und auch die letzte Niederlage geht auf das Konto der Gäste. Am 31. Oktober 2020 verlor man in der letzten vor dem Abbruch gespielten Runde in Niedertalheim mit 3:4. Die von Ex-Bundesligaspieler Herbert Linemeyer trainierten Gäste tauchen dann auch schon in Minute 3 das erste Mal gefährlich vor dem von Jakob Aschauer gehüteten Heimheiligtum auf. Nur 60 Sekunden später dann aber die erste gute Möglichkeit für den Fastmeister auf die 1:0-Führung. Mörders Hammer geht aber doch um einiges über das Gefährt von Gäste 1er Paul Müller.
In der 9. Minute brennt es nach einem Freistoß von Schoberleitner abermals lichterloh vor dem Heimtor. 2 Minuten später ein Corner für Gaspolzhofen von der rechten Seite, Stöckmüller führt aus und dann liegt das 1:0 für die Heimelf in der heißen Hausruckviertler Luft. In der 17. Minute jubeln die Heimfans dann schon über die Führung. Das ist aber zu früh, denn nach einem weiten Ball überhebt Bamminger den Gästegoalie perfekt mit Köpfchen. Für den Aufsitzer ist dann aber wohl der Boden etwas zu trocken und damit zu hart. Das Runde springt über das Eckige. Nach gut einer halben Stunde gibt's für die über 400 auf den Rängen dann wieder auf der anderen Seite des Platzes Sehenswertes. Niedertalheims Benedek verschafft Aschauer einige Arbeit. Der Heimkipper löst diese nicht leichte Aufgabe aber mit Bravour. In der 36. Minute ein Einwurf für Gaspolzhofen auf der rechten Seite. Im Gästestrafraum herrscht dann Hektik pur und so landet der Ball am langen Eck. Dort hat Christian Bamminger keine Mühe mehr, sein Saisontrefferkonto auf 27 zu erhöhen. 9 Minuten vor dem Gang in die Pause geht die Union Gaspolzhofen gegen den ASV Reichen-Niedertalheim mit 1:0 in Führung und kommt damit dem Meistertitel um einen weiteren großen Schritt näher. Kurz bevor Schiri Zvonimir zur Pause pfeift, noch eine Ecke für die Schoberleitner Boys. Wieder führt Stöckmüller 1a aus. In der Mitte segeln seine Spielkameraden aber am Leder vorbei. Und so geht's nur mit einer 1:0-Führung für Gaspolzhofen gegen Niedertalheim für die Aktiven in den Kabinen und für die über 200 Besucher zu Speis und Trank. Schlüsselbauer Technology, Schlüsselbauer Geomaterials und Schlüsselbauer Ecotechnik in Hörbach 4 in 4673 Gaspolzhofen. Machen Sie Karriere bei uns. Schlüsselbauer.com. Autohaus Danner, Ihr Ford-Partner in Gaspolzhofen und Schlüsselberg. Ford-Danner.at. Flagged Group, Wohlfühlklima zum Bestpreis. In der Oppelzammerstraße 12 in 4673 Gaspolzhofen. Wir suchen die Besten. Kommen Sie zu uns. Flaggedgroups.com. Aspöck, der Handel mit Brennstoffen, insbesondere mit Pellets. Unsere Discount-Tankstelle wie auch der Agrarhandel sind die Grundpfeiler unserer Firma. aspöck.co.at. Raiffeisenbank Region Christkirchen, Bankstelle Gaspolzhofen, meine Bank. Sich wie im Urlaub fühlen. Café Pizzeria La Crocante in Gaspolzhofen, Hauptstraße 22. Mediterrane Speisen, Pizza, Pasta, Salate, alles frisch und selbstgemacht. Jede 11. Pizza gibt's übrigens gratis. Die gesamte Speisekarte findet ihr auf unserer Facebook-Seite. Café Pizzeria La Crocante in Gaspolzhofen. Immer einen Besuch wert. Regionalmagazin in Donau-Hausruck. Ihre Zeitung mit viel Sport aus der Region. regional-magazin.at. Halbzeit 2 ist gerade einmal 180 Sekunden jung. Da hat Mader nach einer ganz starken Aktion des Tabellenführers das 2:0 am Fuß. Die Gästeabwehr kann eine frühe Entscheidung in diesem Derby aber gerade noch verhindern. In der 52. Minute ist dann für den Torschützen Bamminger das Derby verletzungsbedingt zu Ende. Für ihn kommt Dominik Schoberleitner ins Spiel. Danach dauert es bis zur 66. Minute, bis wieder Zeigenswertes passiert. Nach einem weiteren Stöckmüller-Corner hat Klinger das 2:0 am Kopf, lässt diese Chance aber aus. 7 Minuten später betätigt sich Stöckmüller als Assistgeber. Er bedient Mader ideal, der ist zwar schnell, sein Abschluss dann allerdings nicht das Gelbe vom Ei.
Andreas Mader bekommt aber nur 120 Sekunden später eine zweite Chance, seine Torgefährlichkeit zu zeigen. Und die nutzt der Gasbootshofner dann. Ganz cool umrundet der Gäste Dieter Müller und schiebt zum 2:0 ein. 75. Minute, jetzt ist der Meistertitel zum Greifen nahe. Gasbootshofen geht gegen Niedertalheim mit dem 95. Saisontor mit 2:0 in Führung. 3 Minuten vor dem Ende wird es dann noch einmal spannend, denn Andreas Oberndorfer legt dem Lieder das erst 13. Saisonei ins Netz und verkürzt damit auf 1:2. Bei diesem 2:1 für die Union Gasbootshofen gegen den ASV Reiker Niedertalheim bleibt es dann aber, und damit heißt es auf der Heimseite, es ist vollbracht. Nach dem Schlusspfiff brechen natürlich alle Dämme. Eine 3-jährige Leidenszeit ist zu Ende. Gasbootshofen ist wieder erstklassig. Ja, es ist noch nicht so lange her. Jetzt die 90 Minuten, dass die vorbei sind, das muss erst einmal sacken, aber die ersten Emotionen sind natürlich unglaublich. Es ist ein sehr, sehr langer Weg gewesen. Es gibt, glaube ich, kaum eine Mannschaft, was sie den Aufstieg so verdient hat wie wir. Mit den zwei Abbrüchen, mit dem unglücklichen Abstieg. Und die Mannschaft ist geschlossen geblieben, ist hat zusammengehalten. War wirklich unglaublich, hat immer performt, ist immer unter Druck gestanden. Wo alle erwartet haben, dass wir die Favoritenrolle einnehmen. Ist auch nicht so leicht, eben in die Ecke gedrängt zu werden. Aber sie haben es gemacht. Sie haben Partie für Partie, Training für Training, haben es abgeliefert, haben performt. Und es ist hochverdient. Die dürfen feiern, die Burschen. Aber man sollte auch die restlichen Spielchen gewinnen, denn als einzige oberösterreichische Unterhausmannschaft ungeschlagen, das wäre natürlich schon auch was zum Meistertitel. Natürlich. Es ist zweimal in der Woche Training und am Wochenende ist eine Wettkampfspitze. Und jede Wettkampfspitze ist da, um als Sieger vom Platz zu gehen. Und so werden wir auch weitermachen. Heute kriegen sie einen Joker. Morgen haben sie frei, die meisten wahrscheinlich. Aber dann werden wir sie wieder auf Steinhaus konzentrieren und so die letzten 3 Spiele bestreiten. Ja, jetzt ist auch der Stefan Asböck nass geworden. Erste Frage, wie fühlt sich das nass an mit Meistertitel? Und zweite Frage, warum heute nicht dabei? Ja, ich habe mir gegen Weibern leider unglücklich wehtan. Ich muss eh sagen, ich spiele lieber, weil draußen wagen meine Nerven nur viel mehr wie im Spiel. Also das halte ich absolut nicht aus. Und da bin ich ständig unterwegs wie ein zweiter Trainer und deswegen nicht dabei. Aber die Mannschaft hat das super gelöst und man kann nur gratulieren. Ja, eine Wahnsinnsgeschichte die letzten 3 Jahre. Also man muss auch unseren Ex-Trainer Erwin Begic nochmal einen großen Dank zahlen. Der hat eine super Arbeit geleistet, auch mit dem Schoberleitner Daniel jetzt zusammen. Es ist nicht selbstverständlich, die letzten Jahre. Wir haben immer hart gearbeitet, haben trainiert, haben zusammengehalten. Das war das Wichtigste und wir haben es einfach nicht irritieren lassen von den Abbrüchen. Es hat Schlimmeres in der Welt gegeben, wie nur der Abbruch vom Fußball. Wir sind zusammengerückt, haben den Abbruch wieder beiseite gelegt, haben wieder von vorne angegriffen. Und das Trainerteam mit dem Schoberleitner Daniel und mit Sascha Stöckl hat hervorragende Arbeit geleistet, von Training zu Training, von Spiel zu Spiel haben wir uns immer wieder nachgefordert. Und deswegen jetzt Meister auch noch umgeschlagen und natürlich wollen wir die nächsten Spiele so weitermachen und in der ersten Klasse anschließen, dass wir sie einmal über 1-2 Jahre hoffentlich erholen und nicht wieder gleich nach einem Jahr absteigen. Vor allen Dingen kommt man in die berühmte Derby-Klasse, erste Klasse Mitte West mit ziemlicher Sicherheit. Ja, eine super Klasse, erste Klasse Mitte West. Es ist noch relativ spannend da, wer absteigt. Wir hoffen natürlich, dass so viele Mannschaften in der Umgebung oben bleiben, gegen die wir dann spielen können. Super Derbys, klasse Spiele, wo wir richtig gefordert werden. Und schauen wir, was rauskommt. Wir sind positiv, dass wir das in der ersten Klasse super gestalten. Also vorerst will ich mal Gasbootshofen gratulieren zum Meistertitel, weil ich glaube, verdienter kann man nicht Meister werden in der Saison, was die natürlich geleistet haben. Zum Spiel selber, ich glaube, erste Halbzeit war okay von meiner Mannschaft, waren wir eigentlich ganz gut im Spiel. Wir haben dann kurz vor der Halbzeit ein unglückliches Tor gehabt mit der Kopfverlängerung von unserem Verteidiger. Aber auf zweite Halbzeit, wir haben zwar relativ spät den Anschlusstreffer gemacht, aber der Sieg war dann absolut verdient. Jetzt geht für den Meister also in die erste Klasse. Und auch dort wird man sich wieder auf seinen Fanclub verlassen können. Ja, wir haben
unsere Mannschaft, die werden jetzt ein bisschen verfolgt. Das ist ja zweimal als Herbstmeister gescheitert, weil ich laut Corona, dass sie wieder abgebrochen worden ist. Und dann haben sie der Münzker Wolfgang und ich, wir haben sie zusammen da, wir wollen die Burschen stärken. Und dann haben wir einen Fanclub gegründet, das heißt der Rückhalt, soll der dementsprechend so heißen. Und haben jetzt mittlerweile schon 40 Mitglieder. Und es wird seit anderthalb Jahren jedes Spiel vom Rückhalt ein Man of the Match gewählt. Und es gibt auch bei jedem Spiel, auch wenn wir verloren haben, eine Kiste Bier. Kiste Bier hat sich deswegen so ergeben, weil Doppelliter mit Corona ist nicht gegangen. Wir haben aber das beibehalten, das hat ihnen gefallen. Und ja, wir haben eigentlich nie verfolgt. Die drei Jahre haben wir zweimal verloren. Also es hat bei den zwei Niederlagen auch die Kistenbier gegeben. Ob es in der ersten Klasse in drei Saisonen nur zwei Niederlagen geben wird, das wird die Zukunft in der Derbyliga erste Klasse Mitte West zeigen. Jetzt wird in Gaspolzhofen aber vorerst einmal ordentlich gefeiert. Danach wird man sich noch den Zielen, ungeschlagen zu bleiben und 100 Saisontreffer zu erzielen, widmen.